Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich ganz doll, dass ihr mit dabei seid. Heute schminken wir mir wieder einen Look. Und zwar nehme ich nochmal diese NYX Brights Palette. Und zwar dieses Mal halten wir uns in diesem Spektrum hier auf. In den Blau- und Grüntönen. Und da ist auch ein schönes Gelb mit dabei. Mal schauen, was wir damit Schönes zaubern. Aber ihr wisst es, wir fangen an mit den Augenbrauen. Ich bin noch mal ein bisschen durch meine Sammlung gegangen, habe ein bisschen aussortiert und habe festgestellt, ich habe doch relativ viele Augenbrauenstifte, die ich jetzt nach und nach mal so ein bisschen durchtesten möchte. Ich habe hier den NYX Eyebrow Pencil in Dark Brown. Und dann schauen wir mal, wie der performt. Die Mine ist recht weich, er gibt recht gut Farbe ab. Ja. Die Farbe ist ganz nah am. Also sie könnte ein Tick kühler sein für meinen Geschmack. Aber noch in Ordnung. Also der ist nicht zu warm. Ich habe auch ein paar aussortiert. Einmal verpuscheln. Ich habe ein paar aussortiert, die mir zu warm sind. Aber der hier ist noch okay. Ein bisschen schmierig ist der. Mal gucken, wie der sich über Tag verhält. Die sind ja auch nicht ganz günstig, die Sachen von NYX. Aber dafür cruelty-free, also tierversuchsfrei. Und auch recht hochwertig. Das sieht jetzt ein bisschen doll aus in der Kamera. In real life auch. Bisschen Bärt-Augenbrauen. Ich habe ein bisschen viel genommen. Naja, gut, damit müssen wir jetzt leben. Ich bin ja auch kein Schminkprofi. Ich habe zwar in der Ausbildung habe ich zwar auch Visagistik gehabt und auch während der Meisterschule, aber es war nie so mein liebstes Steckenpferd. Ich schmink mich gerne selber. Aber ich habe mich da nie so tief mit der Materie befasst, wie jetzt eine Visagistin zum Beispiel. Die lernen da noch ganz andere Tricks und Kniffe. Und mir passiert es auch mal, dass mal was zu balkig wird oder der Lidstrich nicht so gut wird oder dass es nicht so wahnsinnig super verblendet ist. Aber ich spiele halt gerne mit den Farben rum. Und hoffe, dass ihr auch Spaß habt, mir dabei zuzuschauen. Und wie das, so wie das Feedback ist, ist es, kommt es doch ganz gut an. Und das freut mich sehr. Jetzt haben wir die Base einmal auf dem Auge verteilt. Jetzt setten wir das Ganze mit einem hellen Lidschatten, damit die schönen bunten Farben auch eine schöne ebenmäßige Grundlage haben und die Farben sich besser verblenden lassen, presse ich den hellen Lidschatten einmal ins Auge rein. Nein, ins Auge rein. In den Concealer. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Muttertag. Alle Mütter da draußen, ihr seid super. Ich habe großen Respekt davor, vor allen Mädels und vor allen Frauen, die Mütter sind. Das ist ein echt harter Job und ich hoffe, dass ich irgendwann auch eine gute Mama bin. Aber mir, also ich persönlich, mache jetzt erstmal noch meine Ausbildung. Meine zweite und dann mal schauen, aber
Ich hoffe, dass es irgendwann dann auch, ja, schön wird als Mama. Mal gucken, was das Schicksal noch so für mich bereithält. So, ich starte mit diesem Ton hier für die Lidfalte. Und dann nehme ich mir einen Soeva Lux Crease 228. Gehe da schön rein in die Farbe und setze mir das einmal in die Lidfalte. Ich bin echt begeistert von der Palette. Gefällt mir sehr, sehr gut. Eine Abonnentin hat kommentiert, dass es die bei Douglas gibt für 18 Euro. Also wer die noch haben möchte, es gibt sie noch. Auch neuwertig zu kaufen. Wenn ihr gerade No Buy Mai habt, so wie ich, dann wartet einfach, bis der No Buy vorbei ist. Die lohnt sich nämlich wirklich. Für alle, die bunte Farben gerne mögen. Hier gehe ich einmal in das Blau rein, um die äußere Partie ein bisschen zu verdunkeln. Oh, ich hätte abklopfen sollen. Naja. Ich habe ein bisschen durch meine Schminksammlung sortiert, habe ein bisschen was aussortiert und ich habe festgestellt, ich habe so unfassbar viele Kabuki-Pinsel. Ich habe mal eine Zeit lang Kabuki-Pinsel gesammelt. Vor allen Dingen von P2 habe ich relativ viele. Und erinnert ihr euch noch dran, es gab eine Zeit, da haben sie alle so Blumenformen rausgebracht. Davon habe ich auch noch drei. Und die sind wunderschön. Die habe ich mir jetzt so ein bisschen dekorativ hier auf meinem Schminktisch platziert. Und bin ganz happy mit meinem aussortiert Fortschritt. So. Ein bisschen Kickback in einem Pfändchen haben wir hier bei dem Blauton. Ich gehe jetzt mal in dieses helle Grün mit einem Essence Eyeshadow Pinsel. Und pack mir das aufs Zentrum von meinem Lid. Wir haben den Muttertag folgendermaßen verbracht. Wir sind mit meiner Schwiegermutter und meinem Schwiegervater und der Enkelin, also der Nichte meines Freundes, ans Wasser gefahren. Bei uns ist es ja, man fährt, glaube ich, so 20 Minuten, dann ist man am Wasser und haben dann ein leckeres Fischbrötchen gegessen. Und haben uns die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Ich hoffe, ihr hattet auch so einen schönen sonnigen Muttertag. Und danach gab es dann noch Mittag für meinen Freund und meine Schwiegereltern. Ich war schon satt vom Fischbrötchen. Und ja, das war echt schön. Also, ich muss sagen, das war echt ein wunderschöner Sonntag. Ich nehme mal diesen Türkiston hier für die untere Wasserlinie. Ja, doch, das war echt schön. Meine Mama sehe ich am Mittwoch. Mittwochs gehen wir immer zusammen den Wocheneinkauf machen.
Und da feiern wir dann den Muttertag ein bisschen nach. Ich habe meinen Innenwinkel gar nicht gemacht. Ich wollte mir das Gelb hier. Jetzt sabbel ich zu viel, vergesse ich die Hälfte. Einmal das Gelb in den Innenwinkel setzen. Mit dem Lini Brush Flat Shader. Was gibt's sonst noch so zu erzählen? Ich krieg heute vielleicht noch Besuch. Meine beste Freundin kommt vielleicht noch vorbei. Und dann schnacken wir ein bisschen. Und dann muss ich noch für ein Tauschpäckchen ein bisschen einkaufen gehen. Da freue ich mich schon drauf. Wenn ich schon für mich keine Sachen kaufe, dann wenigstens für andere. Aber ich habe auch im Bad aufgeräumt und ich habe wirklich viel Zeug. Das muss man auch erstmal alles aufbrauchen. Aber wir sind gut dabei. Wir haben jetzt im Mai schon ein paar Sachen aufgebraucht. Natürlich gehen dann auch Sachen leer, die schon länger offen sind. Conditioner zum Beispiel. Oder Verbrauchsgegenstände, Mundwasser, Cremes. Masken, so maskenfleißig war ich noch nicht diesen Monat. Ich glaube, ich habe erst zwei Masken gemacht, wovon einmal Augenpads waren. Aber ich sehe schon einen Fortschritt, was meine Maskensammlung angeht. Jetzt tränt mein rechtes Auge, toll. Nicht jetzt rumtränen, rechtes Auge. Ich würde gerne ein Q&A-Video machen, ein Questions and Answers. Also ihr fragt mich was und ich antworte darauf. Video. Habe ich schon bei Instagram eine Umfrage gestartet. Die war so semi-erfolgreich. Falls ihr Fragen an mich habt, gerne damit in die Kommentare. Dann kann ich da noch ein bisschen sammeln und dann das Video drehen. Das wäre ganz cool. Also, falls ihr schon immer mal was fragen wolltet, immer her damit. Ob ich die beantworte oder nicht, kann ich ja selber entscheiden. Aber eigentlich erwarte ich von euch, dass ihr da normale Fragen stellt und nicht irgendwas Komisches. Ja, mal gucken. Wobei, ihr könnt auch komische Fragen stellen. Ich muss ja nicht drauf antworten, aber es könnte ja auch lustig werden. Einmal Blush.
So. Das ist der Look, der zweite Look zu der NYX Brights Palette. Wieder mal Kanarienvogel, frühlingshaft frisch. Dann machen wir mal ein bisschen Fixing Spray drauf. Hello Good Stuff von Essence. Das riecht so gut. Ich mag das. Ich mag Melonenduft sehr gerne. Und dann brauchen wir noch Mascara. Dann nehme ich einmal die Lash Extension Volume Mascara von Catrice. Die teste ich momentan noch so ein bisschen. Die hat so ein ganz feines Bürstchen. Und die hat so Fasern dran. Ich glaube, die gibt es auch schon nicht mehr im Standardsortiment. Die ist schon ein bisschen was älter. Aber ist noch taufrisch, gibt noch Farbe ab. Macht ein bisschen Spinnenbeinchen, Fliegenbeinchen. Aber ich mag es gerne so ein bisschen intensiver, was meine Mascara angeht. Lieber als zu wenig. Haut mich jetzt nicht vom Hocker, aber ist okay. Wird aufgebraucht. Ein bisschen Lippenpflegestift. Und wir haben es wieder mal geschafft. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Gönnt euch ein bisschen Me-Time. Ich winke. Winke ein bisschen debil. Grüße euch ganz lieb und bleibt alle gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!